Das Klima ändert sich. Das hört man nicht nur überall, das merkt man auch schon ein bisschen. Von den wärmsten 10 Jahren seit Beginn der Wetteraufzeichnung waren 7 in den vergangenen 10 Jahren. Aber was bedeutet das? Zum Beispiel für eine Stadt wie Frankfurt. Schauen wir uns das Klima in Frankfurt ein bisschen genauer an. In den Jahren 1996 bis 2015 lag die durchschnittliche Höchsttemperatur in den Sommermonaten Juni, Juli und August bei 21,8 Grad. Lassen wir alles so, wie es ist, wird nach Berechnungen von Experten die Temperatur bis zum Jahr 2100 auf 28,5 Grad steigen. Setzen wir das vereinbarte Klimaabkommen um, wird es nicht ganz so heftig und die Temperaturen steigen auf 25,2 Grad. Dann haben wir hier bei uns in Frankfurt ein Klima wie derzeit in Barcelona. Da fliegen wir es einfach mal hin. Dort liegen die Temperaturen im Sommer durchschnittlich bei 25,7 Grad. Die Sommer dort sind aber nicht nur sehr warm, sondern auch sehr trocken. In den 3 Monaten fallen durchschnittlich pro Monat gerade mal 29 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist weniger als die Hälfte von Frankfurt. Wie sich das Wetter anfühlt, kann Enric erklären. Er ist Wettermann beim katalanischen Fernsehen. Enric, wie ist das? Hola, bon dia. Avui s'espera novament un dia estiuenc, amb sol. Ara mateix el cel està serè. Una temperatura que estarà oscil·lant als 29 graus, als 33, 29 aquí a la costa, 33 al centre de la ciutat, i amb xafogó, està al 60% aproximadament la humitat, això vol dir que tenim una temperatura de sensació de xafogó de 38-39 graus, i doncs un dia per suar, i novament aquesta nit tindrem una temperatura tropical, al voltant dels 23 graus al centre de Barcelona. Últimament tenim moltes nits tropicals. L'any passat, el 2016, gairebé 100 nits tropicals a Barcelona. Tropical vol dir que la temperatura nocturna està per sobre dels 20 graus i de vegades costa molt de dormir. Dass es so schwül ist, liegt an der hohen Luftfeuchtigkeit und daran, dass in warme Luft mehr Wasser passt als in kalte. Ah, Fridolin, das ist ja schön, dass du vorbeischaust. Ich erklär's dir mal. In Luft mit einer Temperatur von 0 Grad passen gerade mal 5 Milliliter Wasser, also ein Teelöffel voll. In Luft von 20 Grad passen 17 Milliliter, das ist ein kleines Schnapsglas voll. Und in 40 Grad heiße Luft passen sogar 50 Milliliter, das ist eine etwas größere Espresso-Tasse voll Wasser. Und 40 Grad im Sommer, man sollte es nicht glauben, aber es ist so, sind gar nicht so abwegig. Denn die 25,7 Grad von Barcelona sind nur der beste Fall. Wenn wir die Emissionen nicht stoppen, dann reden wir von Sommertemperaturen von 28 oder sogar 29 Grad. Das sind Werte wie derzeit im Sommer in Madrid. Da fallen dann übrigens auch nur noch im Schnitt 11 Liter Regen pro Quadratmeter. Das würde für die Landwirtschaft in Hessen dann schon ziemlich knapp werden mit dem Wasser. Die Sommer werden trocken und die Winter sehr nass. Schnell entstehen aus diesen kleinen Schönwetterwolken große Haufenwolken, wie wir jetzt hier so eine sehen, und später dann diese sehr großen Regenwolken, die sich bis in 10 oder sogar bis in 12 Kilometer Höhe erstrecken und die sehr heftige Schauer und Gewitter bringen. Dann fallen innerhalb kürzester Zeit große Regenmengen aus diesen großen Wolken und sorgen so für Überflutung und Überschwemmung. Diese Starkregenereignisse, wie Meteorologen das nennen, können häufiger werden, wenn die Temperaturen steigen. Dass in Frankfurt vielleicht bald so ein Klima herrscht wie in Barcelona oder Madrid, klingt auf den ersten Blick vielleicht toll. Aber wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, dann ist es das nicht. Aber es ist noch nicht zu spät. Noch können wir alle etwas tun, dass das Wetter in Frankfurt so bleibt, wie es in Frankfurt ist. Und das ist, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, gar nicht so schlecht. El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad. La evidencia científica indica que la tendencia en el aumento de la temperatura del planeta se atribuye en gran medida a la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya son una realidad en las ciudades, donde se genera el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sabemos que hacia 2050 cerca del 80% de la población del mundo vivirá en otros centros urbanos, por lo que la batalla contra el cambio climático debe iniciar en las ciudades. De no tomar acciones ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente y se afectaría en gran medida la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Afortunadamente, podemos evitar que estos escenarios se vuelvan una realidad. Cada vez son más las ciudades del mundo que han asumido el compromiso y la responsabilidad de tomar acciones concretas para hacer frente a este reto.
más de 600 ciudades que representan a cerca de 500 millones de habitantes en el planeta se han comprometido a mitigar las emisiones de contaminantes responsables del cambio climático. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbono. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones.